Willkommen zurück, Tag 27 bei This War of Mine. Ja, wir haben eine ganze Woche Pause gemacht von This War of Mine. Tut mir leid, denn ich habe viel Vorweihnachtskram erledigen müssen und da ist die Serie leider ein bisschen in Rückschritt geraten. Sagt man das so? Naja, wir haben es jetzt so gesagt. In der letzten Episode waren wir noch mit Katja unterwegs, werden in dieser. Auf jeden Fall denke ich, möchte ich diese UV-Geschichte basteln, die wir nämlich komplett außer Acht gelassen haben. Aber erstmal wieder the usual stuff. Wir werden erstmal wieder ein bisschen was kochen mit Bruno. Wir müssen ja natürlich jetzt wieder drei Mahlzeiten kochen, denn wir sind ja nun auch wieder zu dritt. Wir haben die gute Arika dazu bekommen, die immer noch im Bett ist, aber das kann sie ruhig, denn sie ist leider immer noch krank. Nehmen wir erstmal Katja und gucken mal ganz kurz genau, wo wir, ich meine, dieses hier wollte ich bauen. Genau, der Kräutergarten, den haben wir, die Küche, klar. Dies haben wir, wir haben die Schnapsbrennerei auch noch nicht, aber erstmal möchte ich den Kräutergarten. Wir können sogar direkt mal basteln. Ich bin fast am Überlegen, ob wir vielleicht, das Bett rauskloppen da unten erstmal. Oder können wir das hier oben irgendwo hinstellen? Nee, wir haben nirgendwo Platz. Also ich möchte nicht weiter auf die oberen Etagen, denn dann müssten wir da auch heizen. Da wir immer noch im Winter sind, deswegen... Ja, ich denke, wir werden das Bett da unten wegreißen. Wir haben ja da die Axt. Dann mach das mal eben weg. Bruno ist am Kochen. Dann gucken wir mal. Achso, ja, wir haben hier kein Feuer mehr an. Warte mal. Mach mal... Da unten brennt noch. So, der Haufen ist jetzt, können wir über den Haufen was platzieren dann? Ich hoffe doch. Den unteren Ofen noch mal ein bisschen auflegen. Wir haben ja eigentlich eine Menge Brennholz wieder. Oh, wir haben noch 8. Ja, wir haben natürlich aber trotzdem noch eine Menge Holz zum Beispiel. Wir könnten ganz schön viel umwandeln. Und wie sieht es mit dem Wasser aus? 44, das dürfte erstmal reichen. So, dann werden wir diesen Kräutergarten mal da unten hinklatschen. So. Und du, ich hoffe, das ist der richtige jetzt, oder? Das ist was anderes gewesen, oder? Das ist die Mixtur-Geschichte, ne? Gut. Schmeiß hier auch nochmal 2 drauf. Damit es hier ein bisschen warm drin wird, weil Karin Arika muss sich erholen. Oh, das Essen ist fertig da oben. Was? Ach, der Händler. Gut, das macht aber nicht Bruno, das macht gleich die Dame hier unten, denn sie ist nämlich unsere gute Feilscherin. Währenddessen trinke ich nochmal ein Schlückchen Kaffee. So, und da sieht man schon. Dann können wir einmal gucken. Düngemittel können wir herstellen, okay. Kräuter, da können wir welche kochen. Anbauen natürlich. Kochen. Können wir das? Oh nein, nein. Das hier wollte ich klicken. Das wäre das Upgrade. Da brauchen wir die UV-Lampe. Und das möchte ich auch jetzt in Angriff nehmen. Gar nicht weiter rumtricksen. Mit dem Oldschool-Scheiß. Also brauchen wir wieder Teile und Teile. Also das sind Teile und das sind Bauteile. Oder Bestandteile, gut. UV-Lampe haben wir alles schon. Aus Versehen hatten wir den mal hergestellt, weil ich dachte, das wäre der Mixer. Aber gut, wenigstens haben wir ihn jetzt. Vielleicht hat ja der Kollege Händler da oben ein bisschen was für uns. So, Bruno hat das noch nicht eingesammelt. Der steht davor und guckt. Dann wirst du gleich das Ding da starten hier. Haben wir noch... Ich nehme wieder mal die Konserve. Und ich habe ihn auch, glaube ich, noch nicht zum... Achso, er muss auch... Stimmt, dann ess erstmal was und geh mal schlafen, Mensch. Er war ja auch die ganze Nacht wach. So. Hau dich mal hin. Gut, also, was hat denn der Herr Händler für uns? Hast du Teile für uns? Bauteile hast du, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich hätte die gern. Alle am liebsten. Waffenteile müssen wir mal gucken. Ich bin nicht sicher, auf welchem Stand wir da sind. 10 Stück haben wir noch. Ja, die Pistole könnten wir noch reparieren und die Helme. Ich denke, wir brauchen noch Waffenteile. Aber wahrscheinlich wird das jetzt schon teuer genug hier. Oh, die Schrotflinte haben wir. Ah, da ist die. Die UV-Lampe brauchen wir. Ob wir ihm versuchen, ein paar Konserven anzudrehen?
3 Konserven, das ist sehr großzügig. Kriege ich dafür noch ein paar Waffenteile? Ja, vielleicht reicht das gerade so. Für 3 Konserven haben wir auf jeden Fall dann schon mal ordentlich Bauteile. Ja, dann fehlen uns nur noch die Teile. Wo sind sie denn? Ach da, Wind. Ja, 2 Teile haben wir noch. Wie viel bräuchten wir? Also ich kann dich erstmal wegschicken. Wir brauchen von dir erstmal nicht weiter. Dankeschön. Ich muss ganz kurz mal gucken. Dann müssen wir nochmal nach ganz unten natürlich. Ach nee, warte mal. Wir machen erstmal. Nein, nein. Geh erstmal was essen. Ach guck mal. Jetzt haben wir das dritte Bett abgerissen. Und jetzt bräuchten wir noch eins, weil anscheinend irgendwie alle wach waren. Nee, wir wecken Arika mal jetzt. Geh mal hoch. Und du darfst dich jetzt hinhauen. Das ist Bett wenigstens noch warm. Arika darf in der nächsten Nacht dann wieder durchschlafen. Sie kriegt auch erstmal wieder ein paar Kräutermedikamente. Nicht die teuren erstmal. Damit wir wenigstens halbwegs irgendwie was tun gegen ihre Krankheit. So, dann ess erstmal schön. Also Nahrung haben wir echt eine Menge. Das ist nicht schlecht, denke ich. Gut, die beiden Dinger können wir hier nicht benutzen im Winter. Und wenn wir dann, ja, vielleicht gehst du einfach nochmal so lange, wie er jetzt... Also ich klicke auf Tag beenden, aber sie kann währenddessen hier nochmal... Wie viele Stunden haben wir dann noch? 3? Wann ist Ende? 18 Uhr? 5 Stunden? Na, wir machen mal 3. So, dann machen wir auf Tag beenden. Dann müsste das direkt fertig sein, denke ich, oder? Hoffe ich. Naja. Gut, also, wo gehen wir hin in dieser Nacht? Teile brauchen wir. Teile, Teile. Also hier ist alles gerade irgendwie... Was heißt das noch gleich? Ach, wegen Schnee kann man nicht dahin. Okay. Abgeschnitten. Wir könnten also in den Supermarkt nochmal. Da haben wir aber echt schon viel geplündert. Wahrscheinlich... Ja, Baustelle ist ziemlich gefährlich. Ich meine, da waren noch ein paar Leute, da sind wir ja noch geflüchtet, weil die auf den oberen Etagen der Baustelle waren und wir unten rumgeschleucht sind. Ich würde fast gerne nochmal in die Kirche, denn da wissen wir ja, da wohnt, oder da ist eine andere Gruppe von Überlebenden oder von Flüchtlingen. Ah, ich weiß es nicht, das ist aber echt gefährlich. Müsste denn aber hier nicht auch Vorsicht geboten stehen? Gefahr, Gefahr. Das ist komplett abgelootet. Da können wir nicht hin. Eine große Menge Teile. Vielleicht gehen wir nochmal in die Villa. Da waren wir vor 19 Tagen das letzte Mal. Das heißt, dass einige... Ach so, das stimmt, genau. Da waren die Leute, die da sich einquartiert haben. Aber ich denke, wir werden einfach mal gucken. So, ich werde mit dir plündern gehen. Du wegen Krankheit wirst schlafen. Bruno hält Wache. Gut, dann gehen wir mal in die zerstörte Villa nochmal. Und, Brecheisen möchte ich gern mitnehmen. Und ich nehme auch nochmal die Axt mit. Nur falls wir noch ein paar Sachen zertrümmern können. So, ja genau, hier waren nämlich die Leute. Aber die waren friendly, soweit ich mich dann halt still verhalte. Hoffe ich, oder war das das hier? Ich kann leider die ganzen... Wenn ich jetzt hierher gehe... Nicht sicher. Hm. Ich bin da echt nicht sicher, ob das jetzt hier friendly war oder nicht. Wir werden es erstmal ein bisschen sneaky verhalten. Ich versuche erstmal so lange wie möglich unentdeckt zu bleiben. Hier unten war keiner drin, ne? Stimmt, das Ding hatten wir aufgemacht mit dem Brecheisen noch hier. Gucken, ob da noch was drin ist. Die Dame hier kann ja nur hier über drunter. Da werden wir auch gleich hoch. Ja, nehmen wir alles erstmal mit und werden dann später aussortieren. Den Schrank könnten wir zerkloppen, aber wäre schlecht, weil dann die Dame da oben das... Oh, warte mal, kommt die runter? Ist doch da runtergekommen gerade, das habe ich gesehen. Ich finde es cool, dass man die hört, aber...
Oder zumindest sieht man auch ab und zu, wenn Türen aufgehen. Deswegen achte ich jetzt gerade mal. Ah, genau, ich habe die Tür gehört, aber die war oben, glaube ich. Also sie wühlt hier irgendwo rum. Hier oder hier? Als ob die da ein Fernglas in dem Gesicht hat. Los, ich will die Tür sehen, dann weiß ich, du bist da abgehauen und rennst wieder hier oben nach, keine Ahnung wo. Dein Zimmer oder was auch immer. Da geht einer. Ihr seht das, das Licht hier. Nee, sie wühlt hier noch. Oh, da ist eine Tür. Das war wahrscheinlich diese hier. Na komm, hau ab da. Weil die halbe Nacht wie verschludert jetzt wegen dem Blödsinn. Ah, jetzt scheint es abgehauen zu sein. Ich hoffe, wir gucken mal kurz hier durch. Ja, sie geht jetzt da hoch. Ja, ich glaube, das war sie. Gut, wir riskieren das jetzt und wenn jetzt hier noch mal ein bisschen... Die nehme ich auf jeden Fall mit und das nehme ich auch mal mit, nur weil wir damit dann unsere Fallen füllen können. Und den hätte ich gern zerschlagen gleich hier. Ich glaube, da an dem Müllhaufen ist nichts, oder? Oh, doch, guck mal. Was haben wir auf jeden Fall mit? Das nehmen wir mit und das. Aber leider keine Teile. So, wir zerschlagen das Ding mal hier. Oh Gott, das macht aber auch einen Krach. Guckt euch das an. Das könnten die da oben sogar auch noch hören. Aber das hätten wir jetzt schon mitbekommen, denke ich. Eine Menge Holz. Die nehmen wir alle mit hier. Und wir machen uns auch einfach erstmal den Stack Holz voll, denn wir wollen nichts liegen lassen. Ich lasse vielleicht sogar die Kräuter weg hier, die Medizin. Weil wir mit dem ganzen Holz dann früher oder später wahrscheinlich auch noch Brennholz herstellen müssten. Aber ich hätte gerne noch irgendwo... Ist das eigentlich die Küche hier von denen? Ja, ne? Aber da war ich schon. Stimmt, da haben wir schon gelootet. Hier werde ich keine Teile finden. Nee, hier werde ich keine Teile finden. Oh, fuck. Oh. Nein, die geht. Ich habe gerade gesehen, du gehst nach unten, ne? Jetzt habe ich die Tür aufgelassen. Scheiße. Sie jetzt einfach nur zugemacht. Kommst du jetzt da lang hoch? Das war knapp. Das war sehr knapp. Wir werden uns jetzt hier mal langschleichen und werden uns verpissen hier ganz schnell. Nein, mach doch die Tür zu. Ach, du musst natürlich erst da durchgehen, die Tür zu machen. Ach, egal, lass auf. Wir machen die Tür zu hier. So, na gut. Leider keine Teile gefunden, aber... Ich denke, wir haben genug Kram besorgt und werden uns dann einfach in den nächsten Tag aufmachen. Also, danke euch fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen schon wieder. Also, von Montag bis Freitag geht es erstmal weiter jetzt. Morgen der nächste Teil. Haut rein.